2004 ließen uns EA und DICE in Südostasien einmarschieren, mit Battlefield Vietnam. Gegenüber dem Vorgänger Battlefield 1943 bot der Multiplayer-Shooter viele spielerische Neuerungen, allein schon wegen der moderneren Ära. Hubschrauber hat es im Zweiten Weltkrieg schließlich noch nicht gegeben. Mit Bad Company 2 Vietnam kehrt die Battlefield-Reihe nun nach Vietnam zurück. Doch mittlerweile ist die Serie in der Gegenwart angekommen. Ein 60er-Jahre-Add-on bedeutet also keine waffentechnische Weiterentwicklung mehr, ganz im Gegenteil. Die Lenkraketen oder Spionagedrohnen des Hauptspiels gab es im Vietnamkrieg ja noch nicht. Hat sich DICE mit der Wahl des Szenarios womöglich selbst ins Bein geschossen? An den Spielmodi ändert sich in Vietnam nichts. Wir spielen Squad Deathmatch, Conquest oder wie hier Rush, wo wir wechselseitig Kisten sprengen bzw. verteidigen müssen. In Vietnam gibt's aber wesentlich ältere Knarren als im Hauptspiel. Das muss im ersten Moment ja nicht schlecht sein, sie tun ja trotzdem ihre Arbeit. Allerdings ist das Arsenal im Add-on beachtlich geschrumpft. Das Hauptspiel bietet 43 bewährte Schießprügel, 7 pro Klasse plus 15 frei wählbare. Im Add-on gibt's nur noch je 3 klassenspezifische Waffen. Zwei davon, M60 und Uzi, kennt man zwar aus dem Hauptspiel, die Vietnam-Versionen haben aber andere Werte und zählen deshalb in der Statistik als neue Waffen. Die Knarren sind untereinander ausreichend balanciert. Das SVD-Snipergewehr verursacht zum Beispiel weniger Schaden als seine Pendants, schießt dafür aber schneller. Allein die PP-Schar des Pioniers scheint uns in ihrer Sparte alternativlos. Die verursacht am meisten Schaden, ist am präzisesten und schießt immer noch schnell genug. Von den 6 allgemein zugänglichen Waffen gibt's 4 schon im Hauptspiel, neu ist nur die Pistole, geschenkt, und der Flammenwerfer. Der Flammenwerfer ist mehr Schein als Sein. Erstmal ist seine Reichweite verdammt kurz. Außerdem nimmt er einem schon beim ersten Schuss die Sicht. Das größte Problem ist aber, dass es in Vietnam keine Nahkampf-Maps gibt. Geeignete Einsatzgebiete für den Flammenwerfer sind also sehr selten. Aber wenn man mal einen Graben mit Feinden gefunden hat, dann ist das Gerät verheerend. Bei den Spezialisierungen fallen szenariobedingt ebenfalls Spielelemente weg. ACOG, Zielfernrohr oder Rotpunktoptik sind zum Beispiel eine Erfindung der Neuzeit. Die gibt's also in Vietnam nicht. Eben solcher Schwund auch bei den Zusatzwaffen, Lenkraketen, Bewegungsmelder oder Rauchwerfer fehlen. Und die Gadgets, die bleiben, entsprechen denen aus dem Hauptspiel und sehen nur anders aus. Das C4 heißt jetzt zum Beispiel TNT. Die Funktionsweise ist aber absolut identisch. Entsprechend zählen die Vietnam-Gadgets auch in die gleiche Statistik wie die des Hauptspiels. Wo wir hier gerade beim Recon-Soldaten sind, der packt nun TNT und Mörser-Zielgerät ein. Die übrigen Klassen bleiben in ihren Fähigkeiten aber unverändert. Die schlagkräftigste Waffe im Spiel ist natürlich der Panzer. Jede Seite hat so einen, mit einem Flammenwerfer als Sekundärwaffe. Der hat das gleiche Problem wie die Infanterieversion: zu kurze Reichweite, zu schlechte Sicht. Das zusammen mit den relativ schmalen Schlachtfeldern in Vietnam macht den Panzer verwundbarer als im Hauptspiel. Die Karte Khao Son Tempel ist ein schmaler Streifen entlang eines Flusses. Die Karte Aussichtspunkt ist ein schmaler Streifen entlang eines Hügels. Und die Karte Hügel 137 ist ein schmaler Streifen auf einen Hügel zu. Nur das Fubai-Tal bietet etwas mehr Auslauf. Extreme Nahkampf- oder Langstreckenkarten wie im Hauptspiel gibt's im Add-on also nicht. Weil Tracer-Pistole und Lenkrakete fehlen, muss man sich beim Panzerfaustschießen in Vietnam mehr Mühe geben. Außerdem gibt es ohne die modernen Gadgets weniger Teamspielmöglichkeiten und auch entsprechend weniger Punkte. Den neuen Helikopter bekommt man indes auch sehr gut ohne Tracer vom Himmel. Der hält nämlich viel weniger aus als seine modernen Counterparts.
Den Yui kann man sogar mit dem Sturmgewehr abschießen. Besonders schick ist das verdreckte Cockpit, das auch schon mal Löcher in der Scheibe haben kann. An Fahrzeugen gibt es dann noch je ein Jeep pro Team, das unbewaffnete Tuk-Tuk, mit dem irgendwie nie einer mitfahren will, und das Patrouillenboot. Das hat zwar mit zwei MGs viel Feuerkraft, ist auf den Flüssen Vietnams aber auch recht exponiert. Das Vietnam-Add-on verlegt den Schwerpunkt also auf den Infanteristen, weg von den Fahrzeugen und weg von modernem Technik-Schnickschnack. Mit dem 2,5 GB großen R10-Patch von Bad Company 2 haben sie die Vietnam-Dateien bereits installiert, ob sie das nun wollten oder nicht. Um das Spiel nun freizuschalten, müssen sie den käuflich erworbenen Keycode eingeben. Bei unserem Beispiel hier klappt das natürlich nicht. Komisch eigentlich. Nun können sie mit einem Mausklick zwischen dem Hauptspiel und dem Add-on hin und her wechseln. Ihre Freundesliste gilt für beide Versionen des Spiels, nach diesem System kann es aber keine Server geben, die gleichzeitig das moderne und das 60er Jahre Bad Company anbieten. Technisch hat sich im Add-on gegenüber dem Hauptspiel nur wenig getan. Die Minimap unten links dreht sich nun mit unserer Blickrichtung mit und weist außerdem Himmelsrichtungen auf. Das ist praktisch. Unpraktisch ist allerdings, dass die Zoomstufe der Minimap viel zu hoch ist. Wir können gerade mal ein paar Quadratmeter drauf erkennen. Hier reicht die Karte gerade so bis ans Ufer. Wie weit Punkt B nun eigentlich von uns weg ist, können wir nicht sehen, ganz zu schweigen von etwaigen Gegnern, die uns da vielleicht gerade angezeigt werden wollen. Wüst auf Strohhütten zu ballern macht einen Heidenspaß, denn das Physiksystem von Bad Company 2 ist nach wie vor super. Schade nur, dass es keine Stadtmaps mit festen Gebäuden in Vietnam gibt, sondern nur Hütten. Schicke Häuserkämpfe in Khe San oder sowas, das wäre auch noch cool gewesen. Wer wie wir hier gerne mal auf Felsen herumklettert, wird im Add-on noch öfters als im Hauptspiel an kantigen Objekten am Boden hängen bleiben. Das kann nerven. Die Urwälder im Add-on sind obendrein nicht sonderlich dicht. Das hier ist schon das urwaldigste der Gefühle, wobei wir hier auch schon ein paar Bäume gefällt haben. Trotzdem, mit Crysis kann man Vietnam sicherlich nicht vergleichen. Aber egal, Hundemarken bekommt man auch, ohne sich im Unterholz zu verstecken. Das Vietnam-Add-on reduziert das Hauptprogramm um viele Spielelemente und damit um einiges an Abwechslung. Es fühlt sich tatsächlich mehr wie ein neues Battlefield Vietnam an, als wie ein neues Bad Company 2. Der eine mag das als Rückschritt empfinden, der andere als Purismus. Im Add-on steckt nicht sonderlich viel drin, es kostet dafür aber auch nur 13 Euro. Wir hätten uns trotzdem gewünscht, da es hätte die modernen Waffen und Ausrüstungsgegenstände nicht einfach entfernt, sondern sinnvoll ersetzt. Dennoch erzeugt Bad Company 2 Vietnam eine tolle Dschungelkriegsatmosphäre, auch ohne anspruchsvolle Ausrüstung. Oder vielleicht gerade deshalb.